Hallo und recht herzlich willkommen zurück und zwar zu einer neuen Folge bzw. zu neuen Wie geht was auf der neuen Hof Bergmann. Und zwar sind wir aktuell in der Beta 3 unterwegs. Da hat mir der Farmer Andi am gestrigen Tage, zumindest da, wo ihr die Folge seht, die neue Version zur Verfügung gestellt. Da gibt es einige Änderungen und ich möchte euch in gewohnter Form, ne, ihr kennt es am roten Thumbnail, einmal hier vorstellen, was denn so Neues gibt. Der eine oder andere hat schon mitbekommen, der auf Insta unterwegs war oder gestern im Stream mit dabei war. Und zwar gibt es eine neue Tierart auf der Hof Bergmann. Und zwar hat sich hier am Hof einiges dementsprechend verändert. Das heißt, wir werden hier nochmal, also zwei, drei Videos machen dazu, wie geht was. Und zwar gibt es nämlich ab sofort, ne, als kleine Osterüberraschung, die Beta 3 für die Supporter auch am Wochenende, ne, also am Osterwochenende. Da wird es dann final getestet und sobald das Ganze dann reibungslos funktioniert, wird das Ganze dann auch für alle verfügbar sein. Ja? So, ihr seht schon, hier ist ein Beet mit dabei. Das gucken wir uns dann nochmal in einer separaten Folge an. Und hier auch, ja, hier ist noch was Neues. Ich werde zwei Folgen, glaube ich, machen. Einmal jetzt hier die Kaninchen und dann nochmal die ganzen Neuerungen, die es jetzt mit dem neuen Update passiert sind. Und ihr braucht von der Beta 2 auf die Beta 3 auf jeden Fall auch einen neuen Spielstand. Steht auf jeden Fall so drin. Des Weiteren habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute PDF-Erklärung zu allen Tieren. Die verlinke ich euch mal in die Videobeschreibung vom lieben Prodax. Der hat sich nämlich die Mühe gemacht und so ein kleines Heftchen im PDF-Format rausgebracht, was ich für welche Tiere brauche. Auch sehr interessant. Schaut da gerne mal vorbei. Auf der LSFM-Seite. So, also, wir haben hier bei uns am Hof, ne, guck mal, da ist ein bisschen Platz gewichen. Da haben wir jetzt einen schönen kleinen Stall. Guck mal, die kleinen Kätzchen, die habe ich hier schon versorgt. Die rennen jetzt hier schon alle rum. Ihr habt die Möglichkeit, die Kaninchen entweder hier über den Trigger zu kaufen oder mit den kleinen Transportboxen hier, einmal hier, das Säckchen oder die. Die findet ihr, wenn ihr das Kaufmenü aufmacht, unter Kleintiertransportkisten. Ne? Hier seht ihr es auch schon. Geflügel oder Kaninchen könnt ihr hiermit transportieren. Hier habt ihr die Möglichkeit, Katzen und Kaninchen zu transportieren. Und hier mit den Katzen oder hier mit dem Viehsack könnt ihr Hühner, Enten und Kaninchen und Katzen transportieren. Wichtig ist, die werden hier noch nicht aktuell angezeigt. Das hatte ich Andi gestern schon weitergegeben. Im Stream ist das nämlich aufgefallen, dass die dann nicht angezeigt werden, wenn man sie drin hat. Aber darüber kann man die vom Viehhändler, wenn man das möchte, dann auch direkt ohne Transportkosten hier quasi mit dazu bekommen. Ansonsten haben wir hier dementsprechend den Trigger. Wir gucken uns einmal den Stall soweit an. Das ist ein kleiner, süßer Stall, ne, in der jetzt hier direkt neben dem Hof liegt. Man braucht keinerlei Wasserversorgung. Die Wasserversorgung wird automatisiert gemacht. Die Tiere nehmen neben Heu, was 60% ausmacht, auch noch Salat, ne, den könnten wir zum Beispiel hier auf dem neuen Beet hier anbauen. Die haben auch neue Texturen bekommen, die Beete. Und was auch noch dementsprechend verfüttert werden kann, sind Äpfel. Möhren gibt es ja noch nicht, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal im LS. Müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht wird das dann noch ergänzt. Aber das sind erstmal die ganzen Dinge, die man quasi braucht. Ne? Salat könnte man dann hier zum Beispiel direkt anbauen und dann hat man das fertig. So, wir gehen mal ins Tiermenü rein. Da seht ihr es, es gibt insgesamt drei Varianten. Natürlich sind die auch wieder je nach Alter so ein bisschen hier unterteilt. Wir haben einmal das Jungtier, ne, das Kaninchen. Kann zur Aufzucht verwendet werden. Kaninchen benötigen Stroh, damit sie es gemütlich haben. Kaninchen benötigen eine abwechslungsreiche Nahrung. Darunter zählt Heu, Salat und Äpfel oder Salat oder Äpfel, je nachdem. Frisches Wasser wird automatisch vergeben. Das heißt, das ist hier auf jeden Fall schon mal erklärt. So, wir kaufen mal hier so, ja, so ein paar Jungtiere. 100 Stück passen auf jeden Fall rein. Machen wir mal 5 kleine. So, dann haben wir noch die Kaninchen, ne? Die Zippe. Das ist das weibliche Kaninchen. Die wird auch Zippe genannt. Und sie kann Nachwuchs bekommen, ne? Tragzeit 2 Monate. Steht auch hier nochmal mit dabei. Ne? Und dann nochmal eine kurze Erklärung, was das Ganze denn auch bedeutet. Da wählen wir auch noch mal ein paar aus. Machen wir mal 10 Stück. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist der sogenannte Rammler. Das ist natürlich der männliche Part. Und da machen wir auch noch mal, einen, ne? Der Hahn im Korb quasi. Und noch mal ein paar Kaninchen. Ihr seht, von den Kosten her sind die relativ human. Ne? Also es ist nicht so teuer. Ich mache mal ein paar mehr. Ja, 25.
damit wir auch richtig viel Gehoppel haben. So, ansonsten, wenn wir die gekauft haben, die Katzen, die kreisen schon hier so ein bisschen. Nein, die machen dir natürlich nichts. Haben wir hier natürlich richtig schöne Hoppelhasen, ne? Guck mal. Oder Kaninchen sind's. Guck mal, die spielen auch miteinander hier, guck mal. Ja, die gucken hier raus. Total süß und wirklich sehr, sehr schön und detailliert gemacht, das Ganze. Wenn man ruhig ist, ich versuch's mal kurz. Hört man auch das Hoppeln, das Fressen und so weiter. Das ist echt wirklich süß. Die gucken auch so ein bisschen, die Schlappohren und so weiter. Total süß gemacht. Wirklich sehr, sehr cool. Und die hoppeln hier die ganze Zeit rum. Die könnt ihr dann verkaufen. Die könnt ihr nicht zum Metzger bringen, schlachten oder irgendwie sowas. Die sind wirklich nur zur Aufzucht gedacht. Ne? Aber dann hoppelt das hier überall rum. Die gucken hier auch ab und zu mal. Da, guck mal, da gucken sie nach oben und gucken sich um. Da hinten zum Beispiel, guck mal. Das ist echt total süß gemacht. Auch gestern im Stream fanden die Leute das halt wirklich sehr toll. Und es ist wirklich ein cooles neues Feature hier auf der Hof Bergmann, dass man da auch wieder neue Tierarten mit dazu hat. Ne? So, dann haben wir hier natürlich, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, Stroh. Ne? Das packen wir natürlich genau in den Trigger rein. Da gehen wir mal rüber hier und schauen uns das Ganze dann mal an hier. Das heißt, einfach hier in den Trigger reinlaufen und dann füllt sich das Ganze in der Regel automatisch. Stroh ist drin, ihr braucht auch nicht viel davon. Ich habe jetzt ein bisschen mehr besorgt, als notwendig war. Und was ich vergessen habe, ist natürlich das Futter für die Tiere. Ne? Das werde ich nochmal fix besorgen, Leute. Und wir hören und sehen uns dann kurz gleich wieder. So, mal fix ein bisschen Salat besorgt. Das Gute ist, dadurch, dass ihr jetzt hier ein Beet habt, könnt ihr natürlich den Salat hier direkt anbauen. Ist natürlich sehr, sehr gut. Und ich habe ein bisschen Heu geholt. Ist jetzt nicht viel, aber so viel wird da auch nicht benötigt. Den Salat, da gibt es aktuell noch eine kleine Fehlermeldung und es wird auch gefixt. Wie gesagt, nicht wundern. Wenn die jetzt gleich kommt, da ist er nämlich. Salat wird hier nicht angenommen. Und dann nimmt das trotzdem, ne? Wie gesagt, das wird dann hier angezeigt. Der hat jetzt hier Nahrung 23 Liter drin. Die Gesundheit geht dann natürlich nach und nach hoch. Und die Anzeige mit der separierten Gülle ist aus dem Pumps and Hoses. Die hat nichts hier mit den Tieren zu tun. Das ist einfach so eingetragen. Ansonsten haben wir hier noch Heu. Ne? Den können wir natürlich auch verwenden. Das heißt, auch hier wieder ranlaufen. So, da füllt sich das hier. Die Fillplane auch. Und die nimmt dann auch nach und nach ab. Das Ganze ist gefüllt. Da passen, glaube ich, 200 Liter insgesamt rein. Das ist jetzt nicht so viel. Wir machen mal zu, damit die Katzen nicht reinlaufen. Das Gefühl, die lauern hier so ein bisschen. Ne? Guck mal. Oh, leckeren Kaninchenbraten. Ne? So, dann haben wir hier die Anzeige. Wir gucken uns das Ganze auch nochmal im Tiermenü an, damit ihr das da auch nochmal seht. Ne? Ihr seht jetzt hier einmal die Jungtiere, die Zibbe, der weibliche Part des Kaninchens und der Rammler. Ne? So, alles voll. Und ihr seht die Verteilung. Ne? Ihr müsst dementsprechend, damit ihr 100% Zufriedenheit habt und auch Gesundheit und die Reproduktionsrate habt, braucht ihr immer, entweder müsst ihr haben Heu, ne? Das macht 60% aus, oder Salat oder Äpfel. Ne? Eins von den beiden, das macht dann nochmal 40% aus. Und frisches Wasser wird automatisch versorgt. Wie gesagt, Stroh geht 200 Liter rein, Gesamtkapazität sind 200. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 200 Liter Stroh reinpackt, könnt ihr natürlich hier nichts mehr reinpacken. Ne? Das ist dann das Gesamtding. Das kennt ihr ja schon von den anderen Stellen auf der Hof Bergmann oder grundsätzlich im LS. Das wurde ja im 22er so eingeführt. Und ja, das ist alles zum Thema Kaninchen. Ne? Die kann man dann dementsprechend gewinnbringend noch beim Händler verkaufen. Wenn man das Ganze machen möchte, dient wirklich nur zur Aufzucht. Ist auf jeden Fall nicht irgendwie für die jeweiligen, für den Verzehr geeignet. Ne? Auch wenn der eine oder andere sagt, oh, lecker, ne? Kaninchenbraten, Hasenbraten. Aber die sind halt wirklich sehr süß. Ne? Und das ist wirklich zu Ostern ein sehr cooles Feature. Guck mal, der Rammler, der guckt da. Also, ich könnte mich hier stundenlang hinstellen, um einfach den Hasen zu gucken. Ne? Das ist wirklich auf jeden Fall Kaninchen, meine ich natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ein cooles Feature. Das kommt in der Beta 3 mit hinzu. Das heißt auch in der finalen Version natürlich der Hof Bergmann mit dem Frühlings-Update. Da noch ein bisschen Geduld. Für die Supporter geht es dann am Wochenende los. Ich wünsche allen schöne Feiertage. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch soweit gefallen, ne, mit den kleinen Hoppelhäschen. Und da bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag. Und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.